Liebe tatkräftige Kolleginnen und Kollegen des Kinderpalliativzentrums in Datteln, lieber Zerniko, liebe Geburtstagsfestgemeinde, wir hier aus dem Präsidium in Witten gratulieren sehr herzlich zu diesem großartigen Meilenstein. 10 Jahre der Aufbauarbeit in der Versorgung Ihrer vielen Patientinnen und Patienten, in der Forschung, in der Lehre. Das ist ein großartiges Wegstück, was Sie zurückgelegt haben, was in viele Richtungen Wirkung zeitigt, weit über Datteln, weit über das Kinderklinikum, weit über die Universität hinaus. Und das freut uns alle riesig. Was wünschen wir Ihnen für die Zukunft? Dass Sie diesen Weg so beherzt und so tüchtig und so wirkungsvoll weiter beschreiten können, in allen drei Dimensionen. Immer wieder neue Wege finden, die Patientinnen und Patienten, die sich Ihnen anvertrauen, die Eltern Ihnen anvertrauen, mit neuen Möglichkeiten versorgen zu können. Das in der Lehre immer wieder neu auch weiterzugeben an ganz unterschiedliche Berufsgruppen, in der Pflege, in der Psychologie, in der Humanmedizin und sie zu begeistern für dieses wichtige, große Themenfeld. Und natürlich in der Forschung mit modernsten Methoden herauszufinden, was besser gemacht werden kann, was effizienter möglicherweise im ökonomischen Sinne auch gemacht werden kann, mit welchen Medien man Zugang zu den jungen Menschen findet und wie man nachweist, was auch an anderen Orten im Sinne unserer gesamten Gesellschaft eingesetzt werden sollte. Also für diese fortgesetzte Unternehmung, für den Pioniergeist, den Sie dabei immer wieder neu an den Tag gelegt haben, wünschen wir Ihnen alles Gute, freuen uns, dass wir Sie mit dem Lehrstuhl für Kinderpalliativmedizin und die entsprechende Schmerztherapie hier fest an Bord der Fakultät für Gesundheit haben und dass wir mit der Universität ein breites und attraktives Dach auch für diese wissenschaftliche Arbeit bieten können. Alles Gute und wir freuen uns auf die zukünftigen Begegnungen und auf die Ergebnisse in Zukunft.